Guten Morgen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Webinar. ITIL 4 Guiding Principles und wie implementiert man denn eigentlich Service Management mit agilen Methoden? Ich freue mich, dass Sie den zu uns gefunden haben heute Morgen. Hierbei handelt es sich um ein Webinar, das wir in der Kooperation mit der Firma Freshworks machen. Der ein oder andere weiß vielleicht, die Serview verkauft keine Tools. Wir sind ausschließlich fokussiert auf Beratung und Trainings im Bereich von Best Practices für IT-Organisationen, also zum Beispiel wie jetzt zum Beispiel Service Management mit ITIL 4. Da es aber immer darum geht, und das werden wir nachher auch in dem Webinar sehen, ganzheitlich Ansätze zu fahren und sie am Ende des Tages für eine erfolgreiche Implementierung auch immer ein Tool brauchen, sind wir so vorgegangen, dass wir für uns gesagt haben, wir möchten die Qualität von Tools sicherstellen und zertifizieren daraufhin mit Service Certified Tool. Tools. Freshworks ist für uns auf Service Management zertifiziert und wir möchten die Chance nutzen, gemeinsam mit Ihnen heute mal aufzuzeigen, wie agile Umsetzungen aussehen können und Ihnen dann aber auch einen Blick zu geben, wie das in der Praxis in Tools aussehen kann. Also daher heute diese Kooperation für dieses Webinar. Grundsätzlich werden wir wie immer ungefähr so eine Stunde für das Webinar brauchen. Wenn Sie Fragen haben, einfach zwischendurch in das Chat-Tool eintippen. Ich werde mir die Fragen immer wieder anschauen und dann entweder zu meinem Teil selbst beantworten oder das an den Kollegen von Freshworks weitergeben, dass er das dann beantwortet. Falls wir Fragen innerhalb des Webinars noch nicht beantworten können, zeitlich vielleicht, dann werden wir das Ihnen im Nachhinein per Mail die Antwort natürlich zukommen lassen. Ansonsten möchten Sie gerne die Folien haben, entweder auch kurz in das Chat-Tool reinschreiben, dass Sie die Folien gerne haben wollen oder uns einfach eine E-Mail schicken. Dann lassen wir Ihnen die Folien gerne zukommen und wie immer wird dieses Webinar auch aufgezeichnet und in unserem YouTube-Kanal zur Verfügung gestellt. Gut, so viel vorneweg, mich kurz vorgestellt. Mein Name ist Markus Bause, ich bin Geschäftsführer bei der Serview und für unser operatives Trainings- und Consulting-Geschäft verantwortlich, gerade im Service Management schon seit vielen Jahren unterwegs, habe auch eine ganze Menge an Praxis gesehen und werde Ihnen am Anfang des Webinars mal so ein bisschen eine Einführung geben, wie kann man denn mit agilem Mindset und agilen Anwendung von agilen Vorgehensweisen Service Management implementieren, denn das ist das, was momentan sehr stark nachgefragt ist. Ich begrüße aber auch in diesem Webinar den Herrn Gianni Rudolf von der Firma Freshworks, der dann den Teil der Freshworks übernehmen wird und uns dann mal in der Praxis aufzeigt, auch in Form von einer kleinen Demo, wie die Umsetzung dann entsprechend auch dann aussehen kann. Dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, um nicht zu viel Zeit mit Vorgeplänkel zu verlieren. Es geht ja darum, agil umzusetzen. Das heißt, es kommt ja immer wieder so die Frage drauf, ist ITIL 4 eigentlich ein agiles Framework? Ja, ist es. Man hat in ITIL 4 sehr, sehr viele von diesen agilen Denkweisen, Arbeitsweisen, Vorgehensweisen, Modellen mit aufgenommen. Man findet mittlerweile sehr, sehr viel, was man so klassischerweise in DevOps, Lean, Agile, Scrum, Design Thinking, das hat sich, sag mal, ITIL so ein bisschen assimiliert, aufgenommen und auch für sich umgesetzt. Und daher ist es so, dass man mit ITIL 4 den Anforderungen Service Management deutlich schlanker, deutlich flexibler, deutlich ja, beweglicher, damit agiler umsetzen zu können, tatsächlich auch gerecht wird. Ich gebe Ihnen mal so ein paar Punkte, wo man an dem man sich so ein bisschen orientieren kann. Und einer sind die sogenannten Guiding Principles, die in ITIL 4 definiert worden sind. Die einen und anderen kennen vielleicht das Agile Manifest, ne, was so vor vielen Jahren mal Softwareentwickler formuliert haben, um ja, dafür zu sorgen, dass Softwareentwicklung auch kundenorientierter ist und bessere Ergebnisse produziert. So ähnlich kann man das jetzt in den Guiding Principles in ITIL 4 auch finden. Die gucken wir uns jetzt mal an, weil wenn man die als Mindset immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, ne, wir haben es hier so formuliert, sind als Empfehlungen, die man bei der Umsetzung und der Anwendung von ITIL im Hinterkopf hat, wenn man das so schon aktiv umsetzt und das auch in sein Mindset seiner Teams überführt, ist es tatsächlich so, dass man
schon deutlich flexibler und deutlich agiler wird. Das heißt also, die helfen bei der Umsetzung diese Guiding Principles. Sie sind auch dabei, um andere Methoden zu implementieren, andere Methoden zu verwenden. Das ist auch, wenn man in ITIL 4 mal reinschaut, mittlerweile ist es so, dass es tatsächlich so ist, dass sich das so als Integrationsframework etabliert, um auch Dinge wie Produktentwicklung, Softwareentwicklung, Software-Testing und Operations unter so einem Deckmantel wie DevOps zusammenzubringen. Also es ist sehr integrativ, dieses Framework mittlerweile. Und es ist universell auf jede Initiative anwendbar. Also auch wenn Sie jetzt einen großen Wurf planen und sagen, wir müssen irgendwie ein großes Re-Engineering-Projekt starten, um unser Service Management grundsätzlich neu aufzusetzen. Oder ob Sie auch nur, ich sag mal, punktuell Verbesserungen durchführen, was genauso gut ist, dabei können Sie diese Guiding Principles dann auch ganz gut entsprechend verwenden. Wir fangen einfach mal an und gucken uns die mal an. Das erste Guiding Principle, so einfach und trivial wie es klingt, ist etwas, was ganz existenziell ist, nämlich dieses Focus on Value. Egal, alles, was die Organisation tut, muss direkt oder indirekt auf einen Wert für sich ergeben. Entweder für die Kunden oder für irgendeinen anderen Stakeholder, der damit zu tun hat. Das heißt also, alleine schon aus dem Gedanken, wie viel Zeit verschwenden Sie eigentlich für Aktivitäten, die nicht wertschöpfend sind? Und wenn man sich die Prozessdesigns anschaut, wie wir sie heute in vielen Organisationen finden, auch bei den klassischen Prozessen, ist, wenn man so in der Sprache von Lean Production oder Lean Management geht, ist da unheimlich viel Verschwendung, unheimlich viel Waste drin. Stellen Sie sich einfach mal die Frage, wie viele Prozessschritte machen Sie, von denen Sie gar nicht genau wissen, warum Sie die eigentlich machen? Und wenn man dann hinterfragt, warum die gemacht werden, ja, das machen wir schon immer so. Oder um vielleicht irgendwelchen politischen Rahmen dem gerecht zu werden. An wie vielen Meetings nehmen Sie teil, die nicht wertschöpfend sind, wo sich die Frage stellt, warum sitzen hier eigentlich so viele Leute drin, was machen die den ganzen Tag? Wie viele Reports werden geschrieben, die keinen interessieren und die keinen lesen und deren Informationen auch für das tagtägliche Management gar nicht wirklich relevant sind? Wie viel Zeit geht für Sie verloren für Suchen von Informationen zum Beispiel, weil nicht sauber dokumentiert ist, weil keine Transparenz da ist? Das heißt also, dieses sich sehr stark zu überlegen, wenn Sie ins Design eines Prozesses gehen oder wenn Sie sich Ihre Eitel und Aktivitäten anschauen, sich überlegen, wie kann ich das verbessern, sich bei jedem Schritt überlegen, hat das einen Mehrwert? Was ist wirklich der Sinn hinter dieser Aktivität? Und wenn Sie das nicht sauber beantworten können, sich auch ehrlich die Frage zu stellen, könnten wir die auch weglassen? Also, Focus on Value, der erste wesentliche Schritt. Start where you are, ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Wenn Sie sich an einer Verbesserungsinitiative beteiligen, fangen Sie nicht von vorne an. Sie müssen nicht immer von vorne anfangen, denn wir haben alle, egal ob Sie nach ITIL gearbeitet haben oder nicht, ob Sie jetzt sich nach ITIL V3 oder V2 orientiert haben oder ob Sie schon die neuen Bücher anfangen umzusetzen, Sie haben Dinge, die vorhanden sind. Und die Dinge, die gut funktionieren, die kann ich auch weiterhin verwenden. Es gibt keinen Grund, irgendwas wegzuschmeißen, nur weil jemand ein neues Buch geschrieben hat, sondern es ist auch so, man hat auch ganz viel mal so Diskussionen, oh, es gibt eine neue ITIL-Version, jetzt muss ich was Neues machen. Nein, Sie müssen nur dann was Neues machen, wenn Sie wirklich Defizite haben, wenn Ihr Service Management nicht die Ergebnisse produziert, die Sie gerne haben wollen. Das heißt also, dort anzufangen, wo man steht, aber auch umgekehrt sich zu bewusst zu sein, wo ist meine Reife gerade niedrig. Es macht also auch wenig Sinn zu sagen, ich will jetzt in ein voll agiles Umfeld gehen, wenn mir noch die Standardisierung und Automation dazu fehlt. Das heißt also auch, sich bewusst zu sein, wo stehe ich eigentlich und was ist der nächste richtige Schritt, um auch kurzfristig Hebelwirkungen und Effekte zu erzielen. Start where you are, ganz wesentlicher Faktor. Behalten wir es mal im Hinterkopf, weil das brauchen wir nachher bei unserem How-to-Implement-Modell auch nochmal als ganz wesentlichen Punkt. Progress iteratively with Feedback, also iterativen Schritten vorangehen. Das heißt, in zeitlich festgelegten, iterativen Art und Weise, die in den Vorgehensweisen, in den Prozessen eingebetteten Feedbackschleifen ausgestattet sind. Das ist eine Denkweise, die man ja sagen wir, aus dem Continuous Improvement sowieso schon kennt. Also, wenn man so ein bisschen in ITIL 3 reinguckt, wäre so Deming Cycle, ne? Plan, Do, Check, Act und dann wieder von vorne. Und das sollte man eigentlich als normal in seine Prozessaktivitäten eingebaut haben. Oder man jetzt sehr stark auch zum Beispiel aus Frameworks wie diesen agilen Entwicklungsframeworks wie Scrum zum Beispiel sieht. Das heißt also, lieber in kurzen,
schnellen Sprints arbeiten und immer wieder rückkoppeln, das, was wir jetzt umgesetzt haben, dann ist immer die Frage, ne, Focus on Value, hat uns das einen Mehrwert gebracht? Ist das wirklich, produzieren wir die Ergebnisse damit, die wir erzielen wollen? Ne, also das ist mal so der Review, den man macht, machen wir das Richtige? Und könnten wir das nicht effizienter machen? Das ist dann eine Retrospektive. Das heißt, können wir nicht effizienter verarbeiten oder haben wir, wie wir es schon gesagt haben, irgendwo Waste? Also das ist immer wieder dieses Iteration vorgehen und eher in kürzeren Sprints, die ja dann auch kontrollierbar sind und zu Ergebnissen führen, anstatt große Programme aufzuziehen, die am Ende des Tages irgendwo immer im Sande verlaufen, weil ich sie dann noch nicht hinkriege. Es geht um Kollaboration. Und das ist ganz wichtig. Michael wählt hier wichtig, wirklich mit Absicht das Wording Collaboration. Also das heißt, Collaboration ist ja mehr als Kooperation. Kollaboration heißt, wir haben gemeinsame Ziele. Das heißt, sich bewusst zu sein, welche die richtigen Personen sind, welche die richtigen Rollen sind, die ich involvieren muss, ja, die ich einbetten muss. Und wenn ich die eingebettet habe, mit denen transparent zusammenarbeite, und es geht nicht darum, irgendwie so, ne, so eine Guerillataktik aufzubauen und vielleicht irgendwas verbessern zu können, das funktioniert sowieso nicht, hat noch nie funktioniert, dann kann man in dieser Zusammenarbeit viel, viel bessere Ergebnisse erzielen. Also geht viel, viel mehr darum, diese komplexen Welten, in denen wir uns bewegen, technisch wie organisatorisch, in der Kooperation oder Kollaboration mit den verschiedenen Parteien und auch Dimensionen, in denen ich mich da bewege, nämlich People, Prozesse, Produkte und auch vielleicht externe Partner, denn entsprechend aufrechtzuerhalten. Ich brauche diese Visibility, diese Transparenz, diese Sichtbarkeit, um überhaupt damit arbeiten zu können. So, Transparenz ist eben so ein Thema, bevor wir auf das Think and Work Holistic kommen. Transparenz ist immer so ein Thema, wo ganz viele vor Angst haben. Wenn wir sagen, oh, wenn ich transparent bin, werde ich outgesourced. Ich sage Ihnen eins, wenn Sie nicht transparent sind, werden Sie outgesourced. Wenn Sie nicht in der Lage sind, nachzuweisen, gerade in heutigen Zeiten, die wirtschaftlich hart sind, in heutigen Zeiten, wenn Sie den Mehrwert Ihrer Aktivitäten Ihren Stakeholdern nicht darstellen können, dann werden die sich das bei jedem wiederholen, der es kann. Und wenn es ein externer Dienstleister ist, selbst wenn sie intern sind, sie stehen im Wettbewerb, sie sind gezwungen darzustellen, was sie können, sie sind, um die Geschwindigkeit aufzubauen, die wir brauchen, dann bei den agilen Vorgehensweisen geht es darum, das Richtige schnell zu machen, muss man seine Umgebung transparent haben. Ich muss wissen, was ich leiste, ich muss wissen, wo meine Arbeit hinläuft, ich muss wissen, wie meine Systeme konfiguriert sind, ich muss wissen, wo die stehen. Ich brauche diese volle Transparenz, weil dieses Stochern in der Unsicherheit, das ist das, was immer wahnsinnig viel Zeit kostet und auch zu vielen Fehlern führt. Ganzheitlich denken und arbeiten, es steckt also immer ein ganzheitlicher Ansatz hinten dran. Das ist auch ganz wichtig für unseren How-to-Implement, den wir nachher sehen. Auch der Grund, warum wir heute zum Beispiel Freshworks eingeladen haben, um auch mal die Tool-Perspektive darzustellen, die wir als Serview, da wir die Kompetenz dort nicht haben, in der Form nicht darstellen können. Aber für ein How-to-Implement ist es einfach wichtig, weil Sie können kein Service Management umsetzen ohne Standardisierung und Automation in dem Tool. Das heißt also, dieses ganzheitlich zu denken, das Zusammenspiel aller Dimensionen im Kopf zu haben. Eitel 4 definiert hier vier Dimensionen, nämlich Technologie und Informationen, Menschen und Organisationen, Prozesse und Value Streams und Partner und Supplier. Das sind so diese vier Dimensionen, die immer zusammenspielen. Und diese vier, die muss ich auch und bei jeder Initiative bespielen. Es nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie die Prozesse verbessern, aber die Menschen, die nicht einhalten. Es nützt gar nichts, wenn Sie die Prozesse verbessern, die Menschen, die toll finden, aber sie nicht in der Lage sind, die automatisiert in einem Tool auch sauber zu unterstützen und Informationen hinzukriegen. Es nützt Ihnen auch wenig, wenn Sie das bei sich machen und dann am Medienbruch zu Ihrem externen Partner Sie dann wahnsinnig viel Zeit verlieren. Also es ist wichtig, es immer ganzheitlich zu betrachten und immer end-to-end zu betrachten, dass am Ende des Tages auch wirklich die Wertschöpfung, die sich durch diese Veränderungen versprechen, umsetzen lassen. Um bei dem Ganzen das einfach zu halten, das ist tatsächlich auch ein Vorwurf, den Eitel sich ganz häufig gefallen lassen muss, ist, dass es zu bürokratisch ist. Es gibt zu viele Organisationen, wo zu viele Prozessnerds rumlaufen, die Umsetzungen gemacht haben, die am Ende des Tages, wenn man sie fragt, warum machst du das eigentlich in dem Prozess? Warum ist das so kompliziert? Die sagen, ja, weil es so im Buch steht. Und Buchtreue war noch nie ein Qualitätskriterium. Vielleicht, wenn Sie bei uns im Kurs sitzen und eine Prüfung bestehen wollen, dann ja. Aber später in der Umsetzung ist nicht die Frage, ob Eitel das so empfiehlt, sondern die Frage ist, ob die Umsetzung, so wie Sie sie gemacht haben, wertschöpfend ist für Sie. Ob das die Ergebnisse produziert, die Sie denn haben wollen. Und gerade, ne, da gibt es immer so diesen Spruch, ne, Fachidiot schlägt Kunde tot.
die machen es dann gerne viel zu kompliziert. Das heißt also, auch immer wieder zu hinterfragen, brauchen wir das eigentlich? Machen wir so ein ganz triviales Beispiel wie Incident Management. Es gibt so viele Organisationen, Kategorien im Incident Management. Da gibt es dann 28 Kategorien und die 29. ist Sonstiges. Und da sind auch die meisten, auch noch die meisten Tickets drin. Wie soll das funktionieren? Weil man es hat versucht, halt zu perfekt zu machen, zu vollständig zu machen. Fail fast, einfach halten, loslaufen, ausprobieren und dann gucken, ob es geht. Und dann kann ich immer noch Komplexität erhöhen. Also halten Sie die Dinge einfach, halten Sie sie praktikabel, weil dann sind Sie auch in der Lage, sie schnell umzusetzen. Und haben Sie keine Angst davor zu experimentieren. Experimentieren ist Teil agiler Arbeitsweise. Und der letzte Punkt, das ist dann, kommen wir nachher, dann kann uns auf Freshworks noch viel mehr dazu sagen, Optimize and Automate. Wenn ich vorher mit den anderen Punkten es geschafft habe, einfache, praktikable und auch standardisierte Vorgehensweise festzulegen, dann bin ich auch in der Lage, das dann auch zu automatisieren. Und Sie müssen es knallhart automatisieren. Was Sie irgendwie automatisieren können, weg damit. Und automatisieren heißt, Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern. Weil dann kriegen Sie den Kopf frei, um wieder, ne, zum Beispiel Feedbackschleifen einzubauen, sich mit Ihren Kunden auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was muss ich morgen können und sich um die nächste Verbesserungsinitiative zu kümmern, sich um die nächsten Standardisierung, in den nächsten Prozess zu begeben, in den nächsten Verbesserungszyklus zu begeben, in den nächsten Verbesserungssprint zu begeben. Also dieses Automatisieren am Ende ist ein ganz wesentlicher Faktor, auch um diese Themen, die Sie umgesetzt haben, dann auch in der Organisation live zu bekommen. Diese Guiding Principles stehen nicht für sich alleine, deswegen habe ich das mal so ein bisschen in so ein Netz gebracht. Die beeinflussen sich natürlich gegenseitig, ne? Sie müssen diese nehmen und nehmen Sie sich wirklich mal als Leitlinie. Egal, was Sie tun, also wenn Sie sich hinsetzen und sagen, ich priorisiere jetzt meine Arbeit zum Beispiel. Und was machen Sie als erstes? Sie müssen das als erstes machen, was Wertschöpfung produziert und nicht das, was sich vielleicht schon seit Ewigkeiten auf dem Schreibtisch stapelt. Ja? Nach diesen Kriterien Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen. Wenn Sie Konflikte haben, zu sagen Zeitkonflikte, Ressourcenkonflikte, auch wieder, halt es einfach, guck, wo du stehst, was bringt uns jetzt weiter, was müssen wir als nächstes tun, sich dabei immer diese Kriterien im Hinterkopf zu haben. Es wird so sein, dass nicht immer alle diese Guiding Principles auf jede Situation anzuwenden sind. Das ist auch okay so. Ne? Aber berücksichtigen Sie sie und entscheiden Sie sie bewusst, okay, hier macht jetzt zum Beispiel Start Where You Are spielt keine so große Rolle, aber die anderen für mich spielen eine Rolle. Das heißt, immer wieder mal im Kopf das durchzuspielen, das hilft Ihnen dabei, diesen Verbesserungszyklus auch selber zu durchlaufen, immer wieder zu fragen, Review, machen wir das Richtige? Produzieren wir die richtigen Ergebnisse? Retrospektive, könnten wir das nicht besser machen? Können wir das nicht schneller machen? Können wir das nicht effizienter machen? Können wir das nicht automatisierter machen? Also immer wieder diese Frage, das fängt man bei sich selber an, zu hinterfragen, dann für sein Team, dann für seine Organisation, dann für seine Prozesse und mit diesen Rahmenbedingungen. Also die Guiding Principles sind deutlich mehr als eigentlich nur so ein, ich sag mal, ein intellektueller Rahmen, den man mal irgendwo hingeschrieben hat, sondern letztendlich ist es der Mindset, der in die Organisation reinkommen muss. Es kommt immer wieder die Frage, wie macht man Service Management agil? Wie macht man ITIL agil? Die Prozesse selber sind nicht agil. Agil ist die Art und Weise, wie Sie mit den Prozessen arbeiten. Und wie in welchen kurzen Zyklen Sie in der Lage sind, Vorgehensweisen immer wieder an die aktuellen Arbeitsweisen anzupassen, an die aktuellen Anforderungen anzupassen. Und wie schnell das gehen kann, dass sich von heute auf morgen die komplette Welt sich verändert, sehen wir ja gerade in Corona. Wir haben es jahrelang erzählen, wir es Digitalisierung und VUCA-World und alles kann sich verändern von heute auf morgen. Und jetzt haben wir es alle erlebt. Ja? Gucken Sie in Ihre eigene Organisation, was auf einmal möglich ist an Homework, an Digitalisierung, digitaler Kollaboration, was vor 3 Wochen in der Organisation wahrscheinlich noch vollkommen undenkbar gewesen wäre. Jetzt geht es auf einmal, weil man es machen muss. Ja? Also das ist das etwas, wo man sagt, ich muss mich da flexibler aufstellen und diese Guiding Principles ist Leitlinie und Mindset gleichzeitig und das gilt es auch in die Köpfe aller Leute reinzukriegen, weil ohne das werden sie nicht, auch im Service Management nicht agil kriegen. Also agil ist weniger eine Frage der Methodik, agil ist mehr eine Frage des Mindsets und der Art und Weise, wie Sie damit arbeiten. Da möchte ich gar nicht so groß drauf eingehen. Es geht hier nochmal um diesen holistischen Ansatz. Ne? Ich habe ganz kurz meinen Laserpointer hier.
Das sind hier nochmal in Eitel diese vier Dimensionen, die ich sagte, die man immer berücksichtigen muss, oder auch die externen Einflussfaktoren, die eine große Rolle spielen. Und wenn Sie holistisch an die Sache reingehen, immer end-to-end, weil am Ende des Tages, egal was Sie tun, ob Sie über Engage-Aktivität nachdenken, das heißt also zum Beispiel Feedback-Schleifen zu Ihren Kunden, wie ist Ihr Service-Desk aufgebaut, wie ist ein Monitoring oder Event-Management aufgebaut oder ähnliches. Ob Sie über Design und Transition reden, ob Sie über klassischen Support reden, Entstörung und so weiter. Am Ende des Tages geht es immer darum, Produkte und Services zum Kunden zu bringen, damit er arbeiten kann. Ja? Let the business work. Das ist genau das, worum es geht. Es geht nur darum, dem Business Dinge zur Verfügung stellen, damit die ihre Arbeit machen können. So, mit so wenig Aufwand wie möglich, so einfach für das Business wie möglich. Und alles, was ich tue, wenn ich auf dem Weg hier irgendetwas mir überlege, wie kann ich das besser machen, muss die Frage beantworten können, produziert das irgendwie hier einen Value? Das ist das, worum es in dem diesem holistischen Ansatz am Ende des Tages geht. Gucken wir mal auf ein How-to-Implement-Modell, das wir aufgesetzt haben. Es ist so eine Mischung aus, ich sag mal, klassischem How-to-Implement, wie man das vielleicht auch aus wasserfallorientierten Projekten kennt, und dem Vorgehensmodell, wie man sie vielleicht aus Scrum oder so. Also wenn Sie mit Scrum entsprechend vertraut sind, werden Sie dort eigenes wiederfinden. Wichtig ist, eine agile Umsetzung von Service Management ist kein blinder Aktionismus. Das heißt also, mangelndes Vordenken kann auch hier durch heftiges Nachdenken nicht ausgeglichen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sauber vorher eine Planung machen, sauber sich überlegen, was ist der Demand, was sind unsere Anforderungen, was müssen wir eigentlich umsetzen, wo habe ich meinen Leidensdruck, ja, damit Sie auch die richtigen, ne, es geht nicht nur die Dinge schnell zu machen, sondern es geht darum, die richtigen Dinge schnell zu machen. Und Fokussierung ist ein ganz wesentlicher Faktor im Bereich der Agilität. Agiles Arbeiten bedeutet nicht, dass Sie noch schneller arbeiten und noch mehr parallelisieren. Das funktioniert sowieso nicht, weil wir Menschen können nicht parallel arbeiten. Sondern es geht darum, sich auf die richtigen Dinge fokussieren und die dann am Ende des Sprintes auch fertig zu haben. Deswegen kommen diese Begriffe wie Definition of Done aus dieser Scrum-Welt. Das heißt, sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren, und dafür brauche ich tatsächlich auch Zeit, die ich mir am Anfang nehmen muss, um den richtigen Backlog aufzubauen. Das heißt, die richtigen Punkte aufzubauen. Das heißt, meine Liste von offenen Features, die ich gerne haben möchte, offenen Funktionalitäten, die mein Service Management denn können muss, dann zu sagen, und welche von denen ist jetzt am wichtigsten? Welche nehme ich denn mit in meinen nächsten Sprint? Sie brauchen dafür einen Sponsor. Natürlich brauchen Sie nicht loszulaufen, wenn Sie keinen haben, der Ihnen das Ganze finanziert, ne, der Ihnen Zeit und Geld gibt, ohne Frage. Für mich ist Sponsor aber noch viel, viel mehr. Sponsor ist auch, einen Machtpromoter zu haben. Denn wenn Sie die Dinge anders arbeiten wollen, wenn Sie andere Ergebnisse erzielen wollen, werden Sie es nur damit erreichen, wenn Ihre Menschen auch anders arbeiten. Wenn Sie andere Ergebnisse am Ende des Tages haben wollen, müssen Sie eine Verhaltensveränderung herstellen. Um eine Verhaltensveränderung herzustellen, helfen Strukturen, Tools, Prozesse, Prozeduren, Abläufe, Rollen, das sind alles Strukturen. Diese Strukturen bedingen ein bestimmtes Verhalten, und dieses bestimmte Verhalten bedingt dann bestimmte Ergebnisse. Ja? Ergo, am Ende des Tages muss ich auch immer wieder, es arbeiten doch immer noch Menschen mit Menschen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich zum Beispiel wieder mal zu Hause auf meiner Waage stehe und da drauf gucke und mir das Ergebnis nicht gefällt und ich gerne abnehmen möchte, muss ich eine Verhaltensveränderung vorführen. Ich muss halt anders essen oder mich mehr bewegen, als ich das sonst so tue. Weil wenn ich das nicht tue, kann ich mir so viele Weight Watchers-Accounts machen, wie auch immer möchte, oder mir sonstige Tools und Bücher kaufen oder an irgendwelchen Diätkursen teilnehmen oder mir irgendwelche Ernährungsberater ins Haus holen. Wenn ich mein Essensverhalten nicht verändere, wenn ich nicht wirklich mich mehr bewege, werde ich am Ende des Tages nicht abnehmen. Und das ist genau das Gleiche, was mit Service Management, Eitel, Tools und so weiter auch passiert. Sie müssen nicht nur die Rahmenbedingungen schaffen, das konsequent, das sauber, nach genau diesen Guiding Principles, wie wir sie das vorher auch gehört haben, sondern Sie müssen auch dafür sorgen, dass die Menschen sich anders verhalten. Und dafür brauchen Sie diese Guiding Coalition, die Führungsgruppe. Menschen, nicht eine Einzelperson kann das befehlen, sondern da kommen wir, ne, auch diese, das ist auch etwas, was sehr stark aus diesen agilen Welten kommt, dieses Thema Servant Leadership, das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, Leute auf Grundlage von Visionen und Zukunftsbildern zu führen, mehr Selbstorganisation, mehr Experimentieren zulassen. Das muss ich über Führungsgruppen, über meine Führungskräfte auch in die Organisation tragen. Also wir brauchen einen anderen Führungsstil, um
agile Service Management zu machen. Mit denen entwickle ich meine Vision, mein Empowerment, die Rahmenbedingungen, die ich damit schaffe und auch diese, ne, Start Where You Are, nämlich dieses mit dem agilen Assessment zu sagen, welche Fähigkeiten habe ich denn in der Organisation, bin ich überhaupt in der Lage, agil zu arbeiten, wo stehen meine Prozesse heute und wo haben wir jetzt Ansatzpunkte, um da vorgehen zu müssen. Wenn ich mir das geschaffen habe, dann bin ich in der Lage, iterativ vorzugehen. Ganz wichtig, ich baue mir dann dieses Prozess-Backlog. Ne? In den alten Eitel-Versionen war das dann ein CSI-Register. Hier ist es jetzt das Prozess-Backlog. Das Backlog heißt, ich habe hier, das sind so die Striche, das sind meine Dinge, die ich jetzt für meinen Prozess, zum Beispiel für meinen, nehmen wir mal an, das wäre Prozess 1, den ich mir jetzt betrachten möchte, wäre das Incident Management oder ein Request Fulfillment oder ein Value Stream, kann ich mir auch vornehmen. Das ist zum Beispiel wie Onboarding. Zu sagen, das sind die Funktionalitäten, die mein Value Stream können muss, die mein Prozess können muss. Und dann nehme ich mir für den nächsten Sprint die ersten zwei, die nehme ich mir jetzt vor, für die nächsten Wochen. Dann packe ich mir baue ich mir ein agiles Prozessteam. Da sind in der Regel drin Process Manager, Process Owner, Prozess Design Spezialisten, ein Tool Spezialist und ähnliches. Durchlauf den ersten Sprint, so wie man das in Scrum kennt, auch mit Daily Stand-Ups und so weiter. Und hat am Ende ein nutzbares Prozessinkrement, das ich jetzt auch verwenden kann. Ja. Dann baue ich mir den nächsten Sprint auf und durchlaufe diese und meine Inkremente werden immer größer. Ich habe hier gerade eine Frage, da gucke ich mal rein. Ah, das ist nur, dass die Folien gerne haben wollen. Ja, mache ich gerne. Genau, wir sehen hier, man kann die Sprints unterschiedlich ausrichten, dass man sagt, ich habe strategische Sprints, hier könnte man zum Beispiel auch Policies oder Rahmenbedingungen erarbeiten lassen. Oder ich habe Aktivitäten-Sprints, da geht es da wirklich darum, einzelne Prozessinkremente zu bauen. Wichtig ist immer wieder, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel Dinge, die ich ausrollen kann. Wann kann ich es ausrollen? Wenn es definiert ist, wenn es dokumentiert ist, wenn es geschult ist und wenn es automatisiert ist. Ja, also hier, ne, brauchen wir das Tool dabei. Dann kann ich loslaufen und kann mir das Feedback einholen bei meinen Stakeholdern, ob es dann auch wirklich so funktioniert. Und dann fange ich an, wieder zu verbessern. Und so durchlaufe ich das. Das können Sie aufbauen pro Prozess, pro Value Stream, je nachdem, wie Sie sich organisieren wollen. Und das können Sie, ich sage es mal in Anführungszeichen, beliebig, nämlich so viel, wie Sie in der Lage sind, parallel auch an Veränderungen zu verkraften und Ressourcen zur Verfügung stellen, parallelisieren. Sie müssen natürlich ein bisschen darauf achten, dass es dort Abhängigkeiten gibt. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Incident Management anpacken, ist das natürlich nicht unabhängig vom Problem Management. Ein Request Fulfillment produziert auch ganz viele so Anfragen an Standard Changes, zum Beispiel im Change Management, Change Release Deployment hängen zusammen. Also da sind natürlich Abhängigkeiten. Wenn Sie das eine anfassen, muss das natürlich auch zu dem anderen passen. Also muss das Framework auch im Ganzheitlichen entsprechend verstanden haben. Flankiert wird das durch agiles Projektmanagement. Das heißt also, Sie müssen sich auseinandersetzen mit zum Beispiel Scrum, Prince to Agile, wenn Sie auch den Governance-Rahmen dazu brauchen. Lean Management, ganz klar, das haben wir auch vorhin gesehen, dieses keep it simple, keep it practical, schau, wo hast du Waste, wo hast du also Verschwendungen, ne? Und immer wieder Management des Wandels. Nehmen Sie die Menschen mit. Sie werden, wie bei jeder Veränderung, Menschen haben, die es total toll finden und Menschen, die sich damit unheimlich unwohl fühlen. Aber am Ende des Tages werden Services von Menschen erbracht, auf Grundlage von Prozessen und Vorgehensweisen standardisiert mit Hilfe von Tools. Also es arbeiten Gott sei Dank immer noch Menschen mit Menschen. Es geht darum, agile Prozesse zu umzusetzen. Ein agiler Prozess heißt nicht, dass ich mich nicht an den halten muss, aber ein agiler Prozess bedeutet, ich habe ein Minimum an Struktur und Steuerung, nur so wenig wie irgendwie möglich ist. Ich bin jederzeit offen für Veränderungen. Ich muss mir klar sein, dass dieser Prozess potenziell alle paar Wochen angepasst werden muss. Ich muss einen Process Owner haben. Gucken Sie mal in die Organisation, haben Sie wirklich Process Owner? Und wenn Sie die haben, welche Macht haben die eigentlich? Der Process Owner ist der das Feedback und zu den Kunden herstellt. Also ähnlich wie man das bei Scrum vom Product Owner kennt. Die fokussieren sich auf Fähigkeiten, Ergebnisse zu produzieren und nicht auf die Inkremente. Also es geht nicht darum, den perfekten Eitelprozess zu haben, sondern es geht einen zu haben, der den perfekten Output produziert. Lean, schnell, effektiv, zweckmäßig, das ist das, worum es geht. Fokus auf Zusammenarbeit braucht ganz klare Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten. Auch etwas, was in vielen Organisationen einfach nicht klar ist. Das Stocken Value Streams, da wird Zeit verschwendet, nur weil nicht klar ist, wer was wie denn zum Beispiel zu genehmigen hat. Ja? Und wenn ich das nicht klar habe, kann ich es auch nicht automatisieren am Ende.
Prozesseinhaltung, Artefakte spielen eine untergeordnete Rolle, ist nur Mittel zum Zweck und nicht im entsprechend im Vordergrund. Also das ist das, worum es im Wesentlichen geht. Das war mal ein ganz schneller Einblick, in wie sieht agile Umsetzung aus. Man kann da natürlich wir könnten das jetzt ein paar Tage lang diskutieren und da gibt es sicherlich viel dann in der Umsetzung auch Sachen, wo man dann ins Detail reingucken muss. Ich kann Ihnen nur sehr stark empfehlen, gucken Sie sich Eitel 4 an. Das hat einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Ich kann Ihnen empfehlen, setzen Sie sich mit agilen Methoden wie Lean, Scrum, Safe und solchen Dingen auseinander, weil das sind die Fähigkeiten, die Sie in Zukunft können müssen. Kanban Boards und Ähnliches. Ich habe Ihnen hier nochmal reingepackt in die Folien unser Eitel 4 Plakat. Da gab es ein eigenes Webinar zu, Big Picture. Das finden Sie in unserem YouTube-Kanal, können Sie sich hier oben auch runterladen. Das ist so ein bisschen wie Eitel im Gesamt auch zusammenspielt. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal schauen, wie kann man denn diese Geschwindigkeit, die wir aufbauen, die ich ja so schön propagiert habe, wie schafft man das denn umzusetzen in Tools? Da gibt uns der Herr Rudolf jetzt einen schönen Einblick drauf. Ich glaube, es geht so ein bisschen in Richtung Request-Fulfillment, wie man mit Formularfeldern umgehen kann, Workflow-Automation, ne, gerade auch für Value-Streams, wie sieht so ein modernes Ticket-Handling aus? Da schauen wir jetzt mal rein. So, Herr Rudolf, sind Sie noch da? Ja, das ist gut. Guten Morgen zusammen. Perfekt. Ich würde Ihnen jetzt einfach mal die Präsentationsrechte geben. Ja. Und dann ist das an Ihnen. Mal zu zeigen, wie das geht, was ich gerade so schön theoretisch vorgestellt habe. Perfekt. Genau. Ganz kurz zu mir, genau, Dani Rudolf, wie schon vor uns gesagt gehabt, ich bin bei Freshworks für das ITSM-Tool für Fresh Service zuständig, hauptsächlich so sitze in Berlin, auch mit dem Rest der Firma. Am Anfang würde ich jetzt mal ganz kurz, also da auch keine Angst, wird keine Folienschlacht, nur sind bloß 4, 5 Stück. Ganz kurz will was zu uns sagen, zu Freshworks, so dass ein bisschen Überblick bekommen, was wir machen, wo wir herkommen, um das auch ein bisschen einordnen zu können. Und dann würde ich das aufgreifen, das agile Service Management, so was wir bis jetzt gesehen haben, so wie man das umsetzen kann. Das heißt, ich gehe mal rein in unser Produkt, zeige das einerseits ein bisschen aus Anwendersicht, sprich aus denjenigen, der die Services anfragt bei Ihnen, als auch dann, wie man das natürlich dann umsetzen kann im Admin. Sprichwort Easy Setup, also wie gehe ich am schnellsten vor. Kurz zu Freshworks, wo kommen wir her, wo sind wir? Wir sitzen in Deutschland in Berlin, zusammen damit 100 Kollegen, betreuen davon den gesamten zentraleuropäischen Markt, da ist so das Headquarter. Insgesamt sitzen wir so in 8 Ländern, unter anderem in Europa auch noch in London, die UK und Irland betreuen so, in Frankreich als auch in Amsterdam, weil die Idee von Freshworks ist, dass wir immer nah an unserem Kunden dran sind und alles auch ein bisschen aus einer Hand liefern. Das heißt, wir arbeiten mit Partnern zusammen, aber prinzipiell versuchen wir alles selbst zu lösen. Insgesamt sind wir 2.500 Mitarbeiter. Hauptsitz ist in Chennai, das ist das südliche Zipfel von Indien. Da ist quasi das Mutterschiff, wo wir unsere Entwicklungssitze haben, als auch unseren Support. Auf der rechten Seite sehen wir haben so insgesamt mittlerweile über 150.000 Companies, die auf uns vertrauen. Dazu gleich später noch ein bisschen mehr. Und auf der linken Seite sehen Sie, wie wir quasi untermauert sind mit Capital. Hauptanteilseigner bei uns ist Capital G. Da steckt nichts anderes als Google dahinter, die uns da sehr großzügig auch unterstützen. Sind noch nicht public, ist allerdings aufgrund Corona jetzt ein kleines bisschen verzögert, aber wird wahrscheinlich 2021, 2022 der Fall sein. Das heißt, wir sind gekommen, um zu bleiben und werden so schnell nicht verschwinden. Insgesamt haben wir 8 Lösungen, die einzeln oder auch im Verbund einsetzbar sind. Dazu sage ich dann gleich nochmal kurz was. Hier ein bisschen so die Kundenübersicht. Wir sind nicht auf irgendeine Branche spezialisiert. So, das heißt, wir haben diese Digital Natives wie eine Delivery Hero, Mr. Spex oder auch ein Auto 1. Das sind die Jungs, die immer in der Werbung sagen, wir kaufen ihr Auto, auch wenn sie nicht wollen. Haben allerdings auch Klassiker wie eine Siemens unter Vertrags oder auch eine Metro. Das heißt, so wir haben klassische Enterprise-Kunden, deutscher Mittelstand, als auch so diese Natives mit da. Das heißt, für jeden versuchen wir halt ein passendes Tool zu machen. Bisschen was haben wir so im Angebot. So, heute geht es ein bisschen um Fresh Service, das ist unser ITSM-Tool, also das Ticketing-Tool nach innen. Das Ganze kann flankiert werden durch einen Chat auch noch oder eine Telefonielösung. Alle Lösungen, die wir haben, sind einzeln einsetzbar oder auch als Verbund.
Wir sehen uns insofern ein bisschen als API-Plattform. Das heißt, Sie können halt einfach immer Sachen halt anbinden oder halt entkoppeln. Versuchen halt das ganze Tool dadurch halt nicht zu überlagern mit noch einer Zusatzfunktion und noch einer Zusatzfunktion, sondern arbeiten da mit Apps und Best Practice, um das Ganze auch handelbar zu machen. Weil das ist, was wir gerade sagten, so das agile Management ist nur möglich, so wenn ich ein Tool habe, so was ich auch einfach handeln kann und nicht dazu im Endeffekt halt ein Coding machen muss. Bisschen Award, so, das heißt, wir sind sehr stolz, auch dass wir jetzt Serview zertifiziert sind, deswegen auch heute das Meeting, aber sind auch im Gartner Magic Quadrant in drei unserer Produkte mit drin und haben auch Fresh Service, so, das heißt, auch da sind wir ganz gut vertreten. Das soll es auch dazu schon gewesen sein und somit gehen wir zur Demo rüber, um da ein bisschen einfach mal zu zeigen, okay, wie kann das Ganze halt aussehen. Alles, was Sie sehen, ist ja out of the box. So, das heißt, das ist jetzt das Ende, was Ihr Mitarbeiter sehen würde. Sie müssen daran nichts machen, das bekommen Sie so mit. Egal, für welche Lösung Sie sich entscheiden bei uns. Klassiker im Endeffekt, Sie können das farblich gestalten, Sie können es ein bisschen aufhübschen, Ihre Logos anpassen, alles Non-Coding und einfach umzusetzen. Ich würde Ihnen jetzt mal kurz zeigen, so wie man den Incident melden kann oder halt auch einen Service requesten kann und was es da so für Möglichkeiten gibt. Klassiker im Endeffekt, so alles, was Sie halt sehen, können Sie auch wieder frei machen. Wir haben hier ein paar Pflichtfelder, die Sie halt auch brauchen, im Endeffekt, um ein Ticket zu routen, um es zu bearbeiten und halt immer zu vermeiden, sodass es so vor und zurück geht. Das heißt, der Mitarbeiter muss sich natürlich erkenntlich machen durch ein Login und seinen Betreff eingeben und dazu vielleicht noch eine Beschreibung. Und dann bekommt auf der rechten Seite schon Ihre FAQs angezeigt. Hauptproblem von FAQs ist, jeder hat sie, kaum jemand nutzt sie. Hier wird derjenige nochmal darauf hingewiesen, Richtung Self-Service, okay, hast du dir denn schon mal unseren Artikel angeschaut, den wir in mühsamer Kleinarbeit für dich gemacht haben oder nicht? Das heißt, er kann da erstmal noch draufklicken. Wenn er das macht, im Endeffekt wird er erstmal erschlagen, hat sehr viele Informationen dazu, das ist gut und wird vielleicht auch sein Problem lösen. Schöner Nebeneffekt hier im Endeffekt, da kann ihn diese FAQs dann halt auch also bewerten. Sprich, war das hilfreich, hat es mir geholfen oder nein, wenn nicht. Weil auch das, FAQs leben, die sind nicht in Stein gemeißelt und Sachen ändern sich halt auch. Wenn Sie die halt nicht permanent bearbeiten und updaten, wird Ihnen irgendwann im Endeffekt, so die FAQs im Endeffekt, wird ein riesen aufgeblasener Ballon, der halt kaum noch Mehrwert bringt. Somit ist hier die Möglichkeit gegeben, sodass derjenige, der es liest, also sprich der Endnutzer, auch ein Feedback eingeben kann. So, okay, war das hilfreich so? Wenn ja, warum nicht? Und ich auf Admin-Seite sehe das dann halt auch. Meistens hat man einen FAQ oder zwei FAQ-Verantwortliche, die da regelmäßig dann auch mal reinschauen und dann auch einfach sehen, okay, hey, hier müssen wir nachbessern, da hat sich was geändert, egal worum es geht. Sprich auch darum, eine Transparenz herzustellen und auch eine Akzeptanz zu stärken. Das ist der Klassiker im Endeffekt, so wie man so ein Incident machen kann. Was wir halt auch noch haben, ist eine Art AI, wenn man so will. Also das ist jetzt hier nicht so eine Logik dahinter, aber eher ein bisschen so ein Wasserfallprinzip. Das heißt so, viele suchen es, finden es nicht so und müssen sich durch zig Sachen durchklicken. Das heißt, einige Kollegen so finden wahrscheinlich das hier halt besser. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel auch so einen Service-Katalog mir mal anschauen. Worum geht's denn? Ja, aber die Möglichkeiten, so alles, was wir sehen, kann man halt diesen netten Hund, Freddy heißt er, bei uns beibringen. Und er schlägt einem schon mal die meisten Sachen halt vor, die es vielleicht so gibt. Weil wenn immer wieder Standardsachen angefragt werden, wenn wir jetzt auch mal daran denken, okay, ich brauche eine Zugangsberechtigung etc., dann muss man nicht durch drei Bäume sich klicken, sondern bekommt ihr direkt die vorgeschlagen, also die häufigsten. Ich interessiere mich allerdings heute für den Ferrari und möchte da eine Anfrage stellen und hätte den halt gern. Dann fragt mich natürlich unser netter Hund, okay, ist es für mich oder jemand anders da? Nein, ist es natürlich für mich. Wir haben noch so einen Baum, okay, welche Farbe darf es dann sein? Es sollte natürlich rot sein. Und schon hat Freddy mir im Endeffekt das Ticket eröffnet und mein Ferrari ist hoffentlich unterwegs. Das ganze Szenario können wir uns auch insoweit vielleicht ein bisschen besser vorstellen, so wenn wir dann Richtung Urlaubsanträge etc. gehen, hilft einem das noch ein bisschen weiter. Man hat einen neuen Mitarbeiter, der weiß vielleicht nicht, wo irgendwas steht. Er wird halt hier sehr schön durchgelotst, so zu seiner, wo er seine Anfrage los wird oder halt auch seinen Incident melden kann. Ist für alles möglich, ein bisschen Geschmackssache ganz einfach. Der Nebeneffekt natürlich noch so, auch hier, ich sehe natürlich, was ist mein Ticket so, wie ist die Verarbeitungsstatus so, was passiert dazu und kann darauf antworten. Parallel bekomme ich das natürlich auch in meinem Postfach, in meine persönliche Ablage.
Das soll es zu diesem Teil gewesen sein. Ich würde jetzt dann rüberwechseln auf die Verarbeitersicht, die vielleicht die meisten von Ihnen halt auch interessieren wird. Nur ganz kurz, auch hier wieder so Dashboard, jetzt von einem Administrator, deswegen natürlich etwas voll. Ihr Dashboards kann sich jeder Mitarbeiter selber bauen, nach seinen Bedürfnissen. Jeder arbeitet anders, hat ein bisschen andere Präferenzen und hat vielleicht auch andere Teilgebiete, die er im Auge behalten muss. Das heißt, wir haben halt hier einfach dadurch auch eine hohe Akzeptanz bei den Kollegen, weil jeder kann sich individuell auf sich zuschneiden und das Ganze halt einfach so auch mit Drag and Drop und klicken. Bevor die Fragen kommen, ja, Sie können natürlich das beschränken. Das heißt, nicht jeder sieht alles und das sieht dann vielleicht auch nur seine Abteilung, weil er soll vielleicht auch nicht unbedingt den großen Überblick halt dazu sehen. Was ich jetzt Ihnen noch gerne zeigen möchte, ist im Endeffekt so, wie bekommen Sie quasi Ihre Formulare, Ihre Services in diesen Katalog, weil das ist immer was die meisten halt davon abschreckt. Okay, so ein Tool, das ist immer anstrengend, das muss man monatelang, vielleicht auch jahrelang im Endeffekt vorbereiten, bevor wir das ausrollen. Und das sehen wir halt oft in Projekten so, dass halt Sachen dann ein bisschen so überdenkt, also Overthinking sagen wir immer, sagt man, anstatt es zu machen so, macht man erstmal einen Arbeitskreis und kommt damit ewig dann nicht weiter, weil natürlich immer die Zeit fehlt. Was wir vor uns gesehen haben, so sind die Formularfelder im ersten Status, so den Incident, der hier gemeldet wurde. Auch hier kann man ganz einfach im Endeffekt so durch Drag and Drop ein einzelnes Textfeld einfach hinzufügen. Das heißt, ich klicke hier rein, ich gebe der Sache einen Namen. Ich sage, wer soll das sehen, der Anfragesteller oder soll es halt bis intern sehen werden, muss es ein Pflichtfeld sein, etc. Pack das rein. Und schon ist das halt mit drin. Und wenn ich das Feld halt irgendwo anders haben möchte, ziehe ich das halt einfach rein. Auch das, Inzidenz oder generell solche Kataloge leben halt. Das heißt, man kann hier einfach in 1, 2 Minuten die Sachen halt abändern und lösen. Der Nebeneffekt auch hier noch so, bei allen Sachen, die gemacht werden, ist auf der rechten Seite erklärt, wie man was tut, warum man was macht, so, und kann sich da sonst auch noch Hilfe holen. Noch dazu haben Sie auch einen Chat im Tool integriert, wo Sie mit unserem Support chatten können. So, der ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar. Das heißt, wenn man hier am Wochenende gern dran werkeln möchte und irgendein Problem stößt, kann man da halt dann einfach darin vorgehen. Dann Stichwort Service Requests. Wie packe ich die dort rein? Wie kann ich die bearbeiten? Hier genau dasselbe. Im Endeffekt einfach durch Drag and Drop kann ich halt ein neues hinzufügen. Kategorie oder Artikel. Kann den auswählen, kann ein Foto reinpacken, etc. Kosten und kann halt immer auch dann noch Felder halt einfach hinzufügen. Wenn wir jetzt das gesehen hatten, den wir gerade hatten, den Artikel so mit dem Ferrari und vielleicht auch so die Frage, okay, wie kann das denn sein, dass jemand sich einen Ferrari bestellen kann? Kann das denn jeder oder mal runde gebrochen, sondern vielleicht auf andere Items, die vielleicht nur einigen Leuten zugänglich sind? Sie können diese Sachen dann ganz einfach auch gruppenbasiert machen. Das heißt so, dass Sie zum Beispiel sagen, gewisse Sachen sind halt nur für Manager halt verfügbar. Das heißt, nur Manager können sich einen Ferrari bestellen oder auch andere Sachen oder auch andere Dinge. Auch hier dasselbe Prinzip, mit Drag and Drop können Sie halt Felder hinzufügen. Gleiche gilt, so wenn Sie da halt der Meinung sind, hier passt was nicht, so wissen Sie, rosa ist keine Farbe für einen Ferrari, das schmeißen wir raus, oder ist nicht mehr lieferbar, klicken Sie das, speichern das und somit ist die ganze Sache wieder live. So, auch hier kein Coding, einfaches Setup. Es ist ein bisschen eine Fleißarbeit am Anfang. Ich sage auch immer so den meisten unseren Kunden, okay, fangt halt erstmal an, macht die wichtigsten Services dort rein und dann merkt ihr relativ schnell im Endeffekt, was euch halt fehlt und das könnt ihr halt on the fly im Endeffekt halt hinzufügen. So, was ich jetzt noch zeigen möchte, ist unser Workflow Automator, weil auch da kommen wahrscheinlich die Fragen auf, okay, wer muss denn sowas genehmigen, wenn jemand eine Ferrari sich bestellt? Oder dergleichen. Auch hier unser Workflow Automator arbeitet automatisch auch wieder mit Drag and Drop. Das heißt, Sie gehen auf Bearbeiten, können dann quasi loslegen, sehen hier eine Gesamtübersicht. Also gerade wenn es komplexere Sachen gibt, so und man vergisst vielleicht im Endeffekt bis zum Ende zu scrollen und vergisst halt was, wird einem das hier unten angezeigt. Auch hier gibt es nochmal ein Video im Tool selber, wo man sich im Endeffekt auch nochmal anschauen kann, okay, was wird wie gemacht, weil sich da auch nochmal Hilfe holen kann und kann auch hier ganz einfach im Endeffekt halt Sachen zum Beispiel abändern. So zum Beispiel. Jetzt stehen hier rein, so okay, es ist ein VIP-User, es ist ein CIO, das ist halt wichtig so. Gleichzeitig sagen wir vielleicht auch so, okay, bestimmte E-Mail-Adressen sind davon auch betroffen, etc. Nächster Nebeneffekt, so dass wir vielleicht auch sagen, okay, da braucht halt kein Approval,
Aber was halt vielleicht auch noch wichtig ist, okay, ist es der Geschäftsführung, es bekommt gleichzeitig noch einen dringenden Vermerk. Sprich, die Anfragen, die davon kommen, werden mit einer Aktion quasi dann priorisiert, etc. Das heißt, so wenig wie möglich. Auch das einfach fertig so, fertig und schon haben Sie einen Workflow halt hinzugefügt. Und wenn Ihnen hier noch was einfällt, so einfach mit Drag and Drop, kann man den hinziehen. Versuch. Und kann halt da im Endeffekt halt dann noch was hinzufügen. Relativ einfach so. Das heißt, auch da braucht man halt wirklich so keine riesigen Kenntnisse, so, sondern kann die Sachen halt abgreifen. Was wir noch sehen, so, sind halt so Sachen wie Reporting Manager etc. Das heißt, so, wenn halt kein Web-User ist, das sind Daten, die ziehen wir entweder aus Active Directory oder Azure. Das meiste, was die meisten von Ihnen im Einsatz haben. Und können anhand dessen dann da auch so vorgehen. Vor uns bereits gezeigt, waren die FAQs auch da im Endeffekt so, wie arbeiten Sie an der Wissensdatenbank und wie können Sie, wenn Sie da Sachen lösen, können Sie da Sachen reinbringen. Auch das ist alles keine Raketenwissenschaften. Sie können halt hier im Endeffekt halt die Sachen einfach so mit dem neu hinzufügen, den Artikel halt machen, etc. Weiter, was Sie halt hier sehen, ist einfach so, wie oft wurde der angezeigt, so wie oft wurde der auch eingefügt in den Ticket. So, oder wie auch früher vielleicht so schlecht bewertet. Und anhand dessen kann man da auch dann wieder vorgehen und kann sagen, okay, das ist ein wichtiger Artikel oder das sind Artikel, die sind seit einem halben Jahr von uns nicht angeschaut worden und kommen anhand dessen so quasi eigentlich gar nicht mehr zum Tragen. Das heißt, man kann hier einfach aufräumen so und hat halt nicht mehr diese riesen Data-Dumps, die man halt dann einfach manchmal auch sieht, mit aufgeblasenen FAQs, die glaube ich auch jeder kennt und die man dann nutzt. Dann ein Thema im Endeffekt, das ist immer, wird immer ein bisschen kontrovers diskutiert, so, das ist halt die Kundenzufriedenheit, so, sehen das halt intern, sehe ich das schon immer auch als ein wichtiges Tool, was man halt einsetzen kann. Sprich, man ist natürlich immer schön, so, wir fragen immer extern unsere Kunden, okay, wie wart ihr denn zufrieden, so, würdet ihr wieder bei uns einkaufen, würdet ihr wieder bei uns bestellen, etc., wie zufrieden waren sie mit dem Service intern, passiert das manchmal, aber leider halt nicht wirklich oft. Und manchmal will man vielleicht auch einfach wissen, okay, wie im Endeffekt, wie gut, wie schlecht sind wir denn? Und das heißt, man kann halt hier genauso, wie man es halt extern macht, auch eine Umfrage-Survey machen. Das kann man auch vielleicht bloß einmal im Jahr machen. Also wenn man sagt, okay, wir wollen halt einfach mal schauen, okay, wie so die Zufriedenheit generell war im Jahr, das halt bearbeiten, braucht halt da nicht extra noch ein extra Tool einsetzen, sondern man kann das halt aus dem Tool heraus machen, muss es allerdings natürlich nicht. Können auch sagen im Endeffekt, dass der Mitarbeiter selber festlegen kann, wann er das abschickt und wann vielleicht nicht. Und kann auch hier im Endeffekt halt quasi ganz einfach im Endeffekt halt die Sachen halt dann einfügen. So, da wir noch ein kleines bisschen Zeit haben, würde ich ganz kurz vielleicht mal noch so auf die Tickets eingehen bei uns. Was sie machen können, was sie nicht machen können. Ich meine, viele kennen solche Systeme so, sind auch im Einsatz. Hier vielleicht, um ein paar Sachen im Endeffekt vielleicht mal rauszukitzeln, sind, wir haben ein Diskussionsmodul mit eingebaut. Das ist was wird sehr rege genutzt. Das ist eine Art Slack, kennen wahrscheinlich auch die meisten, so halt ein Chat. Das heißt, hier kann ich intern zu einem Ticket diskutieren oder halt mich austauschen mit meinen Kollegen. Das Gute ist so, im Gegensatz, wenn man halt mit Slack oder Nebenabreden, Teams, irgendwas dergleichen nutzt, diese Informationen sind dann in einem anderen Datensilo so und hängen halt in diesem Ticket nicht mehr mit dran. Hier kann man dann einfach auch hergehen und kann sagen, okay, diese Diskussion hängt immer an dem Ticket mit dran. Das heißt, auch nach 2, 3 Jahren bekommen Sie mit im Endeffekt so, warum, wo, wann, wie entschieden wird. Das ist gerade wichtig auch für Audits, wenn es da Nebenabreden gibt, um die Sachen hier im Endeffekt auch so mit einzubeziehen. Weiter, natürlich, Tickets müssen auch bearbeitet werden. Hier kommen wieder im Endeffekt so Wissensdatenbankartikel, die man halt einfügen kann. Auch das wird halt quasi wieder getrackt, wie oft wurde quasi so ein Artikel da eingefügt. Einfaches Setup, Sie sehen trotzdem auch vorher im Endeffekt, so hat Andrea sich vielleicht schon mal das schon angeschaut gehabt und verzichten dann drauf, Andrea nochmal darauf hinzuweisen, dass wir da einen FAQ-Artikel haben. Irgendwas hat ihr wahrscheinlich damit nicht gepasst oder wir schicken ihn ihr. Das Gleiche gilt für vorgefertigte Antworten. Vielleicht so ein Klassiker, irgendwo ist halt ein Server down, den Sie haben.
Sie haben hunderte Anfragen dazu, alle müssen irgendwo beantwortet werden. Dann können Sie einerseits so eine vorgefertigte Antwort erfassen und das auch schon mit dem Workflow erschlagen. Das heißt, Sie können so eine Erkennung machen, okay, wenn halt drin, wenn halt was drinsteht im Endeffekt so zum Thema Server ist down und Sie wissen, der Server ist down, können Sie automatisiert auch diese Antwort rausschicken. Auch sonst gänzliche anderen Anfragen, die automatisiert sind, kann man auch hier drüber einfach halt dem Anfragesteller halt mitteilen. So und erhöht dadurch einfach die Produktivität. Und gerade wenn man das 10. Mal irgendwo eine Antwort schreibt, ist es vielleicht doch schön, da einfach noch was Vorgefertigtes zu haben. Gute hierbei ist auch wieder so, das ist nichts, was der Administrator machen muss. Die Mitarbeiter können sich das selber legen. So, sie sehen trotzdem, was jeder Mitarbeiter sich an Vorlagen gelegt hat. Aber auch da haben wir eine hohe Akzeptanz, weil man halt quasi nicht immer hingehen muss zu den Mitarbeitern so und ihnen das nochmal freischalten muss. Ansonsten glaube ich, so wie die meisten, das kennen alle, wie sowas aussieht, sehen Sie im Endeffekt, um was für Assets geht. Sie können da Tickets hinzufügen, Sie können ein Problem erstellen und das Ganze halt relativ verständlich und übersichtlich. Wir versuchen auch hier den Mitarbeiter halt zu entlasten und nicht zu belasten. Das soll es zum Thema agile Management für heute schon von meiner Seite erstmal gewesen sein, so um Ihnen einen kurzen Überblick zu geben, so quasi, was kann Fresh Service, so in welche Richtung es geht. Also hier mal wichtig, so im Hinterkopf zu haben, so das Tool ist einfach zu nutzen, es geht schnell aufzusetzen, die meisten unserer Kunden gehen halt wirklich innerhalb der ersten Woche, 2 Wochen live mit sowas, statt mit einem Incident Management, so das ist halt keine Raketenwissenschaft, die man hier hat. Ja, es gibt schwierige Prozesse, die hat jeder und jeder Firma ist anders, aber wie der Kollege von uns schon sagte, man muss manchmal auch einfach anfangen und manchmal auch Prozesse nochmal überdenken, weil auch Prozesse sind dafür da, die sind nicht in Stein gemeißelt, die kann man ändern und kann da im Endeffekt auch da im Endeffekt so eine Verbesserung einfach herbeiführen. Und für alle, die das jetzt interessant fanden, können sich gerne für einen kostenlosen Call bei uns anmelden. Ist nicht verpflichtend. Sie können es einfach mal ausprobieren. E-Mail-Adresse genügt. Können sich da abzahlen. So können das ganze Tool mal 21 Tage testen. In dem Trieb können Sie dann auch so, sag mal, ein bisschen durchspielen. Sie können später, wenn Sie dafür entscheiden, mit dem Test auch live gehen. Obliegt Ihnen. Würde mich freuen, so wenn es vielleicht auch so ein, zwei Interessenten gibt, so dieses Testen. Das soll es dann von meiner Seite gewesen sein und gebe zurück an den Kollegen Bowser. Ja, super. Vielen Dank, Herr Rudolf. Ich glaube, wir haben ein paar Punkte gesehen. Das sind ja immer so Spotlights, die man setzen kann. Aber zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, ist, klar, man kann diese großen Initiativen starten, die auch großen Nutzen bringen, aber sowas in Anführungszeichen Triviales wie diese Ticketvorlagen oder diese Vorlagen für bei der Ticketbeantwortung, ne, sind aber ein sehr kleines und effektives Mittel, um die Effizienz zu erhöhen. Nämlich dann können viel mehr, sind sie in der Lage, nicht so viel Zeit zu verschwenden, weil sie immer wieder dieselbe Antwort schreiben. Ne? Also auch in dem Kleinen ist sehr viel doch da wieder rauszuholen. Auch genauso das mit den Surveys in der Kundenzufriedenheit. Das ist ja etwas, was viel, viel mehr in den Vordergrund gerückt wird, auch gerade jetzt in IL4 bei Drive Stakeholder Value, wo man sagen muss, welche Customer Journeys durchlaufen die welche Customer Journeys durchlaufen. Ich gucke gerade nur meinen Bildschirm zurück, wenn ich ein bisschen stucke. Genau, das ist der. Was habe ich für Touchpoints? Also im Service Desk, mit irgendwelchen vielleicht Key-Usern, mit Kunden, wo ich dann über Service Level Agreements arbeite. Und da brauche ich ja unterschiedliche Art und Weise, mit denen zu kommunizieren und dort auch dann immer wieder dieses Feedback einzuholen, was ich vorhin sagte. Und dafür brauche ich einfach Instrumente. Super. Ich habe sogar noch eine Frage, die aufgetaucht ist hier im Chat-Tool. Da geht es um Multilingualität, das heißt also, wie mehrsprachig ist Ihr Tool? Können Sie da vielleicht noch was zu sagen? Genau, also wir haben 32 Sprachen, so, die halt angeboten werden, also gerade halt jetzt für den Nutzer, der halt davor sitzt. Das kann ja auch im Endeffekt so ein chinesischer Kollege sein, kann ein japanischer Kollege sein, Deutsch natürlich als Standard. Und man kann halt dann auch im Endeffekt so die Portale halt auch angleichen. Das heißt, wir haben es halt auch zum Beispiel in der Schweiz, dass wir da auch Italienisch und auch Französisch haben als Portal. Das heißt, man kann dann festlegen über die Active Directory, wenn die Sprache hinterlegt ist bei dem Anfragesteller, dass er zum Beispiel in seinem französischen Portal dann unterwegs ist und auf Französisch seine Anfrage los wird bei uns. Das ist quasi individualisierbar. Sehr gut. Ich glaube, das beantwortet die Frage soweit. Ich habe noch eine persönliche Frage. Wo muss ich mich bewerben, damit ich den Ferrari kriege?
Ich weiß, aber da wollte ich abzielen, ja, genau das. Ja, habe ich mir gedacht, ja. Also was Führungsrat, das Also können wir Standard im bei Endeffekt uns noch dazu. kein Ferrari auswählen. Ne? sehr gut. Ich glaube, dann haben wir es soweit. Ich möchte ganz kurz noch hinweisen, das habe ich jetzt auch auf den Screen geworfen, auf unsere kommenden Webinare nächste Woche steht so ein bisschen im Zeichen auch wieder von agilen Methoden. Wir geben Ihnen am Montag mal so einen Einblick in, was ist eigentlich DevOps, was versteckt denn so dahinter? Dann am Dienstag ein Thema, das oder eine Methode, die viel diskutiert wird gerade. Wie kann man Design Thinking, das ist ja auch Design sehr kundenorientiert mit Prototyping, wie kann man das für Service, Projekt und Produktmanagement verwenden? Dann haben wir mal wieder so ein klassischeres Eitel-Thema, nach dem Motto, wie geht denn mit Monitoring und Event-Management modern? Was ist safe? Und dann auch Kanban wieder als Methode in Verbindung mit Scrum. Also in vielen Bereichen ein bisschen Vertiefung auch zu dem Überblick der agilen Methoden, was wir gestern gemacht haben. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen, Herr Rudolf, vielen Dank für Ihre Mühe und der Mitwirkung. Ich habe hier einfach auch nochmal die Kontaktdaten. Also wenn Sie Fragen haben, entweder zu dem ersten Teil, dann gerne an mich oder wenn Sie Kontakt suchen zu Freshworks, sagen, hey, das war spannend, möchte ich mir anschauen. Hier sind nochmal die Kontaktdaten, wo Sie uns auch erreichen können. Ich denke, Herr Rudolf, Sie kriegt man auch über LinkedIn und Xing oder so. Ne? Also das funktioniert da eigentlich Genau. auch immer ganz gut. Und würde sagen, dann haben Sie einen schönen Tag, genießen Sie die Sonne, soweit man das heute machen kann. Und das, was wir immer sagen, nämlich das Allerwichtigste momentan, bleiben Sie gesund. Und vielleicht hören wir und sehen wir uns ja nächste Woche oder in einem von unseren Veranstaltungen in der Zukunft. Herr Rudolf, vielen Dank. Danke Auf auch. Wiederhören an alle anderen. Tschüss. Tschüss.